Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update, zu einem neuen Krypto-Update auf dem Kanal. Es ist der 23.05.2018, 18.45 Uhr. Wir schauen uns heute nochmal genau an, wie weit denn dieser Dump nach unten gehen könnte, was zur Hölle jetzt schon wieder abgeht, warum wir denn so massiv an Wert verlieren und wo wir uns gerade befinden in der Wellenstruktur. Ich habe das Ganze heute schon mal analysiert auf meinem Twitter-Account hier und eben auch in meinen Gruppen. Ich habe das Ganze jetzt mit extra, also mit Absicht nochmal rausgelöscht, alle Drawing-Tools, alle Indikatoren, damit wir das wirklich Schritt für Schritt zusammen machen, damit ihr auch wieder einen gewissen Lerneffekt dabei habt, damit ihr seht, wie man das Ganze anlegt, wo ich das anlege und wo ich eben die Targets dann rausfinde. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt los. Können uns auch kurz mal auf CoinMarketCap stürzen und schauen, was hier so abgeht. Aber im Prinzip verliert einfach jeder Coin massiv an Wert. Also es gibt jetzt da irgendwie nichts großartig hervorzuheben. Jeder Coin geht Richtung Boden. Vor allem World steht zum zweiten Mal gehackt worden und auch Nano, der wirklich ja von 30 Dollar auf 5 Dollar runtergeht. Ich weiß, man sollte nicht lachen, aber ich nehme das Ganze immer ziemlich mit Humor, weil ja, was soll man groß machen? Der Dip passiert sowieso. Im Prinzip, wenn ihr noch nicht auf BitMEX seid, könnt ihr mal bei BitMEX vorbeischauen. Ihr könnt da den Bitcoin auch shorten und auch andere Kryptowährungen. Macht dann irgendwie mehr Spaß, wenn alles nach unten geht, wenn man dann selber noch ein wenig Profit macht, weil im Prinzip geht das sowieso nach unten und da braucht man jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben, dass man shortet. Und wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt, dann shortet halt Shitcoins wie Bitcoin Cash. Dann habt ihr von Haus aus kein schlechtes Gewissen. Schaut mein Tutorial an zu BitMEX, weil gerade, ja, wenn wir so Zeiten haben, wo der Kurs nach unten geht, ist die Nachfrage immer ziemlich hoch wegen Shorten, wie das geht, wo das geht und so weiter und so fort. Und ja, wir schauen uns das Ganze jetzt hier genauer an. Wir sind auf dem 1-Stunden-Chart und wir sehen die Wellenstruktur jetzt endlich ziemlich schön. Wir können jetzt ungefähr erahnen, wo wir dann im Cycle sind, weil wir haben jetzt einfach genug Daten, um das Ganze einzuzeichnen. Im Prinzip habe ich mir überlegt, ja, wie kann man das irgendwie interpretieren? Das ist immer der Schritt 1. Wenn ihr sowas seht, wenn ihr Wellen zeichnen wollt, dann überlegt euch, wo sind wir gerade im Cycle? Welche Wellen können wir gerade formen und wonach sieht das ungefähr aus? Was wir hier jetzt sehen, wir sehen hier ganz kleinen Boden. Also gehen wir davon aus, dass hier die Wellenstruktur beginnt. Und da geht es dann auch von Grund auf los. Wir zeichnen hier die Wellen ein. Wir starten hier mit Welle 1, Welle 2, Welle 3. Am öftesten die längste Welle, nee, die kürzeste Welle und eine wirklich sehr, sehr kurze fünfte Welle. Das war dann auch der Punkt, wo ich überrascht war, dass wir bei Welle 5 nicht mehr als 9.900 erreicht haben, einfach aus dem Grund, wenn man hier die Extensions zieht, dann könnte man die Welle 5 eigentlich viel höher targeten, aber der Sell-Off ist einfach viel früher gestartet und deswegen müssen wir uns eben jetzt einfach umorientieren. Und da geht es dann eben los mit der Korrektur. Was ihr eigentlich im Grunde immer machen könnt, ist, ihr zählt euch mal die FIP-Levels. Wenn 5 Wellen nach oben gehen, dann könnt ihr euch sofort die FIP-Levels ziehen, weil dann wisst ihr ungefähr, okay, wo haben wir den Support? Weil müsst ihr euch immer so denken, wenn ihr von Welle 1 die Support-Zonen rausfinden wollt, dann zieht ihr die FIP-Levels von Welle 1 hoch, damit ihr dann nur die Welle 1 eben Retracement seht, wenn ihr über die Welle 4 Retracement sehen wollt, von Welle 2 zu Welle 3. Aber wenn ihr das Retracement der kompletten Wellenstruktur sehen wollt, dann müsst ihr immer von ganz unten, also alle 5 Wellen eben diese Retracements ziehen, damit ihr eben wisst, wo ihr im Cycle seid. Das ist ganz wichtig, weil sonst funktioniert das nicht. Und was wir dann eben haben, ist eine Korrektur. Korrekturen sind jetzt schon ein wenig schwieriger zu sehen vielleicht, aber jetzt auch nicht so schwierig, wenn ihr das öfter mal übt. Dann muss man sich einfach fragen, wie interpretiert man das? Da hat man jetzt mehrere Varianten, man kann irgendwie sagen A, B, C. Und das wäre für mich eigentlich auch die valideste Variante. Wenn ihr vielleicht das Ganze jetzt nicht so seht, dann würdet ihr das vielleicht anders zeichnen. Aber ja, was haben wir hier? Wir haben hier eine Welle, die runterkommt. Clear as water, sieht man glaube ich. Und hier eine Welle, die hochkommt. C-Welle, okay? Und was wir dann eben probieren nach einer ABC-Struktur, wir probieren den Breakout nach oben. Das wäre der erste Versuch eben auszubrechen. Wir sind bei der 200-Day Moving Average hier, Moving Average im Stundenchart gescheitert. Das heißt, wir haben hier einen Wave Failure. Das Ganze kennzeichnen wir gleich, damit wir das eben auch danach schön zusammengefasst sehen. Also wir haben hier ein X für Fehler und unten schreiben wir ein W hin, weil das eben die Struktur unten heißt eben W. Ich mache das Ganze jetzt so runter. Ja, perfekt. Das heißt, wir haben hier ein X für Failure und das hier unten wird das W bezeichnet. WXY-Korrektur. Kann man auch hier bei TradingView, glaube ich, direkt formen, aber ich mache das immer so extra. Dann haben wir wieder eine große A-Welle nach unten und dann waren wir bei diesem Punkt, wo ihr euch erinnern könnt, wo ich gesagt habe, 7900, ist das der Boden? Müssen wir eben abwarten, ob das jetzt der Boden ist, ob wir weitere Daten warten oder ob das ein Riesen-B ist. Und das habe ich immer gesagt, dass der Bereich hier auch ein Riesen-B sein könnte und dass ich einen Break über 8510 will, bevor ich von einem bullischen Szenario ausgehe. Break haben wir nicht geschafft, 8600 sind direkt abverkauft worden, dann glaube ich ein paar Minuten oder so. Oder jeweils ein paar Stunden kurz über 8500, auf alle Fälle wurden wir direkt abverkauft. Das heißt, das ist jetzt confirmed, dass es die B-Welle war. Ups, das war jetzt ein Fail. Das war jetzt dann confirmed, dass das die B-Welle war. Das heißt, wir haben hier 0 ABC und jetzt sind wir eben hier unten an diesem Punkt angelangt. Das heißt, wir sind jetzt im Cycle her
vom Cycle an diesem Punkt angelangt. Wir müssen dann einfach sagen, okay, ja, 0,618 haben wir jetzt schon gebrochen. Ist jetzt nicht mehr so positiv für die Bullen, also nicht mehr so ja, optimistisch. Wir sind auch nur ganz kurz gebounced und sind dann durchgebrochen. Deswegen, ja, ist jetzt generell nicht so positiv zu sehen, nicht so optimistisch zu sehen. Und was man jetzt noch macht oder was man generell machen sollte, wenn man ein guter Analyst ist, ich zeige euch das gleich am Beispiel von ADA, wie ich bei ADA den Trade nicht perfekt analysiert habe, ohne mich jetzt selbst zu loben, aber keine Ahnung, wie ich das sonst ja, nennen soll. Wir schauen mal an, wo könnten wir noch Confluence haben. Wir messen uns die A-Welle aus mit den Extensions, ziehen die A-Welle zur B-Welle hoch und ziehen dann, okay, seht ihr das, wo wir jetzt hier bouncen? One-to-One-Extension. Und dann wisst ihr schon, weil wenn ihr so eine Kerze seht, dann müsst ihr euch fragen, hey, wie kann das sein, dass wir hier bouncen? Irgendwas muss hier sein. Und wenn ihr keine Trendlines seht, wenn ihr irgendwie keinen Supportbereich seht, dann zieht euch die Extensions und seht ihr meistens, ah, das ist der Grund, warum wir hier bouncen. Wir haben hier One-to-One-Extension und bei einer One-to-One-Extension bouncen wir im Regelfall immer. Das ist der Grund, warum hier Buyorders sind und warum Leute hier ihre Shorts closen. Und das wäre jetzt mal das zu den Extensions. Und dann könnt ihr euch immer so raussuchen, wie weit ihr shortet, wo ihr long geht und im Prinzip eure Targets festsetzen. Ist wirklich jetzt nicht so extrem schwer. Und was ich jetzt eben noch anmerken will für alle Hodler, ich habe das Ganze eh schon in Twitter geschrieben, hier wäre wirklich ein massiver Punkt, der halten muss und auch halten soll und halten wird im Normalfall. Hier haben wir eine 161.8 Extension, wir haben hier eine 0,786 Fib-Ratio, wir haben hier eine Trendlinie, die vom Tageschart kommt, also hier ist ultra starker Support und wenn das wirklich bricht, dann haben wir ein Problem, weil dann haben wir hier noch eine erweiterte Korrektur und dann haben wir irgendwie einen massiven Wave-Failure teilweise, also ich hoffe mal, dass es maximal hierher geht, also 6.900 wäre so das unterste Target, 7.200 wäre mein Wunsch-Target, also wenn das nicht haltet, dann müssen wir uns komplett umorientieren und dann müssen wir weiter nach unten schauen, dann kann es wirklich nochmal Richtung 5K gehen, aber im Prinzip hoffen wir jetzt mal drauf stark, dass das hier halten wird für alle Hodler und das wäre eigentlich mal hier die Bitcoin-Analyse, ganz kurz zusammengefasst, also braucht man jetzt nicht groß drum rumrennen, ist jetzt nicht so ultra schwierig. Was kann ich euch noch zeigen, vielleicht wie man B-Wellen targetet, wäre auch vielleicht ganz cool mal, wenn wir hier die A-Welle haben, dann zieht man das hier runter zur A-Welle, die Retracements kann man auch so ziehen und dann sieht man, okay, B hittet 0,618, das war auch in dem Fall hier Resistance, dann könnt ihr euch fragen, okay, dann haben jetzt hier nochmal Resistance, wir haben hier das, die DMA, dies und das und dann könnt ihr euch so immer auch ahnen, ja, wo denn die Tops sind und wo die Bottoms sind. Und jetzt noch kurz zum ADA-Beispiel, ich habe das ADA-Beispiel hier gepostet, wo ich eben ADA geschortet habe und das war richtig krass, also 10% Profit mit 10er Hebel, also 100% Profit. Mit diesem Short, den habe ich gestern hier gehabt, das war gestern May 22, also 22. Mai um 21.34 Uhr, Central Standard Time, glaube ich, oder CST, also halt bei uns 21.34 Uhr. Und das war halt mein Goal. Und mein Goal war, dass ich in diesem Bereich shorte, One-to-One-Extension, und heute habe ich dann hier geclosed. Seht ihr das, kam direkt 1:1 runter auf die One-to-One-Extension. Und ich möchte mich jetzt auch nicht irgendwie selber profilieren oder eben irgendwie selber loben oder so, weil, ja, das ist mir eigentlich egal, ob ich recht habe oder nicht recht habe. Aber ich will euch einfach mal zeigen, wie das geht, weil ich immer gefragt wurde, wie man denn solche Targets ausmacht. Und hier habe ich es einfach genau gleich gemacht. Wir sind jetzt zwar hier noch weiter runter, weil wir hier die 0,618 ja, durchbrochen haben und jetzt auf die 0,786 zurasen. Jetzt haben wir das gleiche Problem wie beim Bitcoin, dass wir wahrscheinlich auch auf die 161.8 Extension zurasen. Aber das ist ganz egal. Ihr macht euch eure Targets im Vorhinein aus und wenn ich sage, okay, ich gebe es zu One-to-One Short, dann close ich den Short auch dort. Habe ich meine Orders da drin und close den, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir von One-to-One bouncen, ist ziemlich hoch, auch wenn der RSI so oversold ist. Und da gehe ich einfach mit dem Ansatz rein, dass ich sage, okay, ich hole den Profit raus und spekuliere nicht, dass es noch weiter runter geht. Im Prinzip ging es jetzt noch weiter runter, wäre mehr Profit gewesen, aber was will man mehr als 100% Profit? So, also das Risiko darin zu bleiben, dass der Bounce kommt, dass ich dann mehr verliere, ist mir auf alle Fälle zu hoch. Hier machen wir es genau gleich. One-to-One wurde jetzt hier gebrochen und jetzt sind wir eben am Weg schon nach unten. Fragen wir uns auch, ja, wo supporten wir denn hier? Ich schaue jetzt gerade mal rein. Das wäre jetzt mal hier schon ein wenig darunter. Wir sind hier drunter durchgefallen. Wir haben hier getestet, sind hier durchgefallen, sind jetzt diese Candle, die sind Long Leg Doji und jetzt dient die One-to-One als Resistance. Das heißt, sind bei ADA hier jetzt auch die 0,786 als Goal und hier die 161.8 Extension als Goal. Und ja, ich würde sagen, das reicht erstmal für die Analyse. Wir können das Ganze hier nochmal von hier verkleinern, damit ihr auch seht, wo man die Fib-Levels zieht. Ist jetzt nicht so schon analysiert beim Bitcoin. Aber ja, wie gesagt, reicht für die Analyse heute. Und habt ein Augenmerk drauf auf diese Area. Also das ist wirklich extrem ultra wichtig, dass wir das halten. Wenn wir das nicht halten, haben wir ein massives Problem. Weil dann könnten wir uns untermittieren und nochmal schauen, wegen Nachkaufen etc. pp.
Und ich würde sagen, ich bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Habt keine Panik, ist wieder normale Korrektur. Ich hoffe, dass ihr von 7200 bouncen, das wäre mega cool, weil dann könnten wir irgendwie hier mal auch die Targets irgendwie ausmalen. Aber soweit denken wir noch nicht. Ich hoffe, dass wir 7200 halten, dann könnten wir Richtung 10k wieder schauen. Und ich würde sagen, bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technik Crypto.